Hallo, lieber Witter. Wir schauen in deinen April. Gucken, was für dich wichtig ist. Es sind Kollektivlegungen, kann ich auf jeden zutreffen. Zeit ist fließend. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals würde ich mich sehr freuen. Für irgendjemand ist diese Geschichte bestimmt und da wärst du auch hergeführt. Schauen wir mal. Für den Witter, worum geht's da? Fürs Kollektiv. Für den Witter Geborenen, bitte. Ist nicht so viel. Ah, doch. Witter hat noch ein bisschen überlegt. Da mal gucken, was haben wir denn da bekommen für den Witter? Was ist da wichtig? Nochmal umdrehen hier. Jo. Das erste, was ich sehe, ist 2, 2, 2. Also wenn du darauf stößt, irgendwo, sei es Autokennzeichen, 2 Uhr 22, 12, Kassenbons. Dualität ist das auch. So, und da haben wir nämlich Gespräche zu zweit, montags, vielleicht auch nachts. Und es geht gut voran, Aufbau. Ich meine, die drei, es wird bald klappen, also man möchte auch was erreichen damit. Die vier, das Fundament. Die fünf, donnerstags. Da hast du irgendwie den richtigen Riecher für eine Sache. Dann haben wir hier die 9. Etwas hinter sich lassen, also etwas geht zu Ende. Dann, wenn ich das hier realisiere, den Erfolg, also du kannst mit irgendwas abschließen, mit dem Steinbock. Und zwar endgültig. Okay. Okay. Da geht ja scheinbar ein Licht auf, lieber Witter. Wir gucken als erstes mal, ob du ein Ja oder Nein bekommst. Überleg dir mal eine Frage für dich. Für den Witter bitte. Ist schon rausgefallen. Es wäre ein Nein gewesen, aber lasse ich noch nicht ganz gelten. Für den Witter eine Ja oder Nein-Frage. Nee, bleibt beim Nein. Sollte so sein. Dann schauen wir mal, ob wir ein paar Sternzeichen dazu bekommen. Wir haben jetzt den Steinbock da liegen gehabt. Für den Witter bitte. Das kann dein Gegenüber sein. Das kann eine Eigenschaft sein. Das kann sich aber auch auf einen Monat beziehen. Für den Witter bitte. Da fällst du selber. Aha, was kommt da noch an Sternzeichen? Okay. Da haben wir bekommen einmal dich selber, den Witter, den Skorpion, Schütze, Stier und den Wassermann. Okay, dann wird das auch abgehakt und für viele ist es ja wichtig geworden, eine Initiale, ein Buchstabe dazu zu bekommen. Dann wollen wir mal gucken. Können die Initialen deines Gegenübers sein? Das kann sich um eine Stadt handeln, um keine Ahnung, um irgendwas. Irgendwas, was du damit verbindest. Ein paar Initialen für den Witter, bitte. Okay. Noch mal eine Runde und dann ist gut. Oh Gott. Nee, kommt nichts mehr. Da haben wir bekommen ein N wie Nordpol, ein U wie Ulrich, ein M wie Mona und ein Q, nee, ein O, entschuldige, ein O, die runde Sache. Ein O wie Olaf. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Für den Witter bitte. Worum geht's da? Erzähl mir die Geschichte. Für die Person, die da bestimmt ist. Erzähl mir das. Für wen auch immer das ist.
der das sehen soll. Gott, jetzt wird das hier schon wieder düster. Dann hagelt das gleich wieder. Da haben wir dein Gegenüber. Der hat immer wieder neue Gedanken. Sind also, kann eine neue Idee sein. Vielleicht macht er sich auch Gedanken um die Kinder. Wäre möglich. Oder er macht sich Gedanken über einen Neuanfang. Gucken wir mal, für den Wetter bitte. Worum geht's da? Aha, das Handreichen. Kurzfristig. Okay. Oha. Haben wir hier das kleine Glück, kleine Glücksmomente, ein kleiner glücklicher Zufall in Kürze, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate. Na? Das Handreichen und der Fuchs. Das heißt, entweder traut sich jemand nicht auf dich zuzugehen oder er macht sich immer wieder neue Gedanken, ob es falsch wäre, auf dich zuzukommen. Das ist auch nicht ganz ehrlich, was dieser Mensch an dich rantragen möchte. Jetzt momentan liegt da der Rückzug. Man hält sich zurück. Dein Gegenüber. Okay. Für Witter bitte, worum geht's da noch? Was ist das für eine Geschichte? Erzähl doch mal, lass mich nicht umsterben und die anderen auch nicht. Wollen wir doch wissen. Das Ende. Rückzug, Ende. Die Transformation. Okay. Was ist denn da beendet worden? Oder du hast irgendwas beendet, lieber Witter. Das kann natürlich auch sein. Worum geht's da? Bei Witter. Die Worte raus. Klammern. Festigkeit. Gefühle. Du. Das bist du, Witter. Ne? Du blockierst das Ganze. Da. Das ist so, ich entferne mich. Ich will mich da nicht dran festhalten oder lange aufhalten. Und ich will mich auch emotional damit nicht mehr auseinandersetzen. Keine Lust. Möchte ich nicht. Wir hatten ja hier realisiert den erfolgreichen Abschluss. Also du hast da was hinter dir gelassen. Dein Gegenüber hast du hinter dich gelassen. Worum geht's da noch bei Witter? Weil du schaust jetzt da in die Ferne. Na, für dich geht das langsam wieder weiter. Auch in der Arbeit mit dem Geld. Weil dein Gegenüber, da, der ist in der Vergangenheit scheinbar irgendwie auf dich zugekommen. Immer wieder neue Ideen, kurzfristig. Na, ist er mit Leichtigkeit auf dich zugekommen, aber hier, das war alles andere als ehrlich. Und das hast du scheinbar erkannt. Das hast du scheinbar erkannt. Na? Da gab es dann die Trennung. Da hast du dich hier massiv von zurückgezogen. Blockade. Ja. Ja. Weil dein Gegenüber, der hat da vielleicht auch Emotionen bei dir erweckt. Feste Emotionen.
Sehnsüchte, also vielleicht auch jemand hier, der Leichtlebigkeit, vielleicht ein bisschen Geflirte, aber du weißt das, dass das ein Spinner ist. Das weißt du. Da hast du gar kein Interesse dran. Okay. Worum geht es da noch bei Witter? Ja, plötzlich, wo hat die Sense rein? Wo hat die Sense rein? Ja, eine Entscheidung. Mangel, was ist der Mangel? Huch. Ja. Einmal ist das nach unten gefallen. Kleinen Moment. Ach Gott. Sowieso immer Rückenschmerzen. Ja, auch nicht mehr die Jüngste, ne? Ja. Da haben wir hier. Du hast das sowieso nie geglaubt, was dein Gegenüber dir erzählt hat. Von vornherein nicht. Weil das ist kein Mensch, der dir irgendwie Sicherheiten geben kann. Und Luftikus ist das, den du da gegenüber hast. Luftikus. Der, ne, hat sowas gesagt wie, hey, ich komme vorbei. Und der hat gar keine Möglichkeit, vorbeizukommen. Ein Spinner ist das, den du da hast. Da. Viel Gelaber, mehr nicht. Da mit vielen Leuten. Der redet viel Zeug mit vielen Leuten. Ne? Da. Aber alles falscher Kram. Da, da ist ja viel im Kopf. Also sehr ideenreich, dieser Mensch. Ne? Der entwickelt neue Ideen und labert dann darum, wie toll er ist, was er alles hat, was er alles kann. Ne? Drückt auf die Tränendrüse, möchte bemitleidet werden. Sowas, so ein Mensch ist das. Und das hast du natürlich sofort erkannt, lieber Witter. Da hast du dich gar nicht drauf eingelassen. Das ist so ein, ja, Baron Münchhausen. So ein Pinocchio-Typ. Mehr Schein als Sein. Ja, nach außen hin hui, nach innen pfui, irgendwie sowas. Ja, hast du eine Entscheidung getroffen. Was hast du denn da für eine Entscheidung getroffen? Ja, dich von sowas fernzuhalten, ja. Und wie geht's jetzt weiter? Was wollen uns die Karten dann da irgendwie noch mitgeben? Ja. Da, den Typ, den kennt irgendwie jeder. Da. Der labert überall den gleichen Mist im Internet, stellt sich da zur Schau. Dem ist wichtig, was andere von ihm denken und halten. Und ja, lange Zeit macht er das schon. Das ist, das haben schon viele Leute erkannt, was das für ein Idiot ist. Da reden schon viele Leute drüber. Ja. Haben wir wieder hier den Fuchs da drunter. Ja. Gibt es da noch irgendwas so zu sagen? Der ist scheinbar auch nicht ganz gesund, dieser Mensch. Da ist ja viel im Kopf. Also falsche Gedankengänge. Unehrlichkeiten im Leben, schlau, der hält sich für besonders schlau auch. Listig. Der lügt und schummelt sich so durchs Leben. Jo. Was sollen wir denn mit dieser Geschichte machen? Ich meine, du hast dich da ja, du hast es sofort erkannt, du hast diesem Typ da keine Chance gegeben, da gleich blockiert. Ist doch eigentlich alles gut, lass ihn doch. So. Was soll denn da noch gesagt werden?
was, nicht nochmal ein neues Kartendeck. Also der Fuchs, der bleibt da immer wieder unten stehen. Ja. Dann gucken wir doch mal. Irgendwas wollen die Karten uns ja sagen. Was ist das denn für ein Typ? Was sitzt denn da wirklich hinter? Was ist das für einer? Da haben wir ihn auch schon. Und wo schaut er denn rein? Was will er denn in Wirklichkeit? Dieser Mensch, der sich da so in der Öffentlichkeit präsentiert. Da. Da haben wir er und du und in der Mitte der Fuchs. Also, das wussten wir ja schon. Also eine sehr unehrliche Person, die da auf dich zugekommen ist. Aber ich möchte ja wissen, was hat dieser Mensch wirklich gewollt? Warum ist er so? Warum ist dieser Mensch so? Was dürfen wir dann da wissen? Da, das ist die Psyche. Da stimmt psychisch auch was nicht. Der hat viele Geheimnisse im Leben, wo er vorangeht. Also das Lebensgeheimnis, was er durch seine Falschheit nach vorne treiben möchte. Das wollen wir doch wissen. Was hat er denn für Geheimnisse? Was will er denn in Wirklichkeit? Warum spricht dieser Mensch Frauen im Internet an, macht denen falsche Hoffnung, flirtet mit denen, taucht immer wieder auf, jammert rum? Was will dieser Mensch? Was ist das Geheimnis? Warum tut dieser Mensch das? Ich meine, du hast das ja sofort erkannt. Du hast ihn ja blockiert. Du hast ihm kurz zugehört und hast das ja sofort erkannt, was das für einer ist. Aber wir wollen noch mal wissen, warum er das macht. Was ist das Geheimnis seines Lebens? Warum tut dieser Mensch das? Warum ist der so falsch und hinterlistig? Schon wieder eine Karte runtergefallen. Da ist wieder der Hinweis. Da ist er schon wieder. Diesem Menschen kannst du nicht vertrauen. Das ist kein Freund. Das ist kein Freund. Da sind noch zwei andere Frauen gefahren. Ja, der hat mehrere. Na, da, er macht mehreren Frauen falsche Hoffnung im Internet. Präsentiert sich, jammert rum, was für eine arme Sau das ist. Aber warum macht so ein Mensch das? Was sind die Beweggründe? Warum macht so ein Mensch das? So. Dates. Da ist wieder der Rückzug. Ja. Da bin ich ja froh, dass du dich nicht mit ihm getroffen hast. Warum wollte er denn Date? Warum wollte er das? Was ist, liegt da wirklich hinter? Dieses Lebensgeheimnis, was dieser Mensch hat, dass der im Kopf nicht korrekt läuft, das haben wir da auch schon gesehen. Leichtigkeit. Was ist die Leichtigkeit, die er will? Lose Verbindung. Klarheit in der Zukunft, was ist das? Die Entscheidung. Ja. Oha, dieser Mann, der möchte, da haben wir wieder das Geheimnis. Na, das hast du scheinbar erkannt. Irgendwie reden da ja auch schon mehrere Leute drüber. Dieser Mann scheint bekannt zu sein in der Öffentlichkeit. Da ist Klarheit reingekommen, dass dieser Mensch, der möchte leichte Verbindungen, Sexualität möchte er. Ne? Also auch die Finanzen, da, die er nicht hat. Also Geldprobleme hat dieser Mensch auch. Ja, und er versucht da Leute zu daten. Der versucht Leute zu daten und lose Verbindungen einzugehen, aber mit vielen Personen. Bisschen Tränendrüse und gegen Sexualitäten ist er auch nicht abgeneigt.
Es scheint irgendwie auch in Abhängigkeiten zu stecken, sei es in Süchte, finanzielle Probleme. Ja. Und ja. Und dann entscheidet er sich da, ja. Ja, er möchte ein Date, ne? Er möchte ein Date, also er trifft sich mit vielen. Und seine wirklichen Beweggründe sind, dass er ja finanzielle Schwierigkeiten hat. Er möchte Sexualität, lockere Bindungen, aber die geht er mit vielen ein. Na, und verspricht da Sachen, das große Glück verspricht er. Das ist aber nur vorgetäuschte Sicherheit. Das ist vorgetäuschte Sicherheit. Ja. Er hält sich wirklich für schlau. Aber wir haben hier die Unruhen. Das Gerede. Der scheint bekannt zu sein. Also das ist aufgeflogen. Da reden viele Leute drüber, bei diesen Menschen. Das scheint er auch schon eine ganze Weile zu machen. In der Öffentlichkeit, im Internet. Ja. Das Arbeiten, was ist das Arbeiten? Ja. Da. Das ist das Ego. Auch für sich selber. Das muss ich dir mal sagen, lieber Witter. Das ist ein. Da, das versteinerte Herz. Das ist ein. Ja, wie soll ich das sagen? Kann man das als Heiratsschwindler betrachten? Wenn jemand viele lose Bindungen eingeht, vielen Leuten was verspricht, mit vielen Leuten schläft, Geld und Gigolo, Gigolo für sein Ego und sich dann daran noch persönlich bereichert, das ist bewusster Betrug. Ich glaube, das ist noch Paragraph 267, Heiratsschwindelei nennt man das. Bewusster Betrug. Wir haben da gesehen, also er hat auch gesundheitliche Defizite. Dieser Mensch ist hochgradig Krankheitsüberträger, weil er mit vielen Frauen schläft. Ja, aber scheinbar ist das aufgeflogen und du hast das auch erkannt. Du hast ihn geblockt und Abstand genommen. Prinzip ist ja alles gut dann. Was soll man denn da noch zu sagen? Für mich ist das Thema dann, lass ihn seiner Wege ziehen. Was passiert dann mit diesem Menschen, können wir ja noch mal fragen. Wie geht das für diesen unehrlichen Menschen da weiter? Für diesen Menschen. Erzähl mal, wie geht das dann da weiter? Ja, Turmsturz. Ja. Die Geheimnisse sind rausgekommen. Da haben wir dieses Gerede von vielen Leuten. Er ist enttarnt, entlarvt. Baron Münchhausen Pinocchio ist enttarnt. Ja, hat das noch irgendwelche Konsequenzen? Klarheit. Ja. Die Entfernung. Ja. Der hat sich auch ziemlich schnell entfernt. Dieser Mensch dann, nachdem er enttarnt war. Ja, da gab es immer wieder neues Gerede von vielen Leuten. Und jetzt fällt mir das ganze Kartendeck hier hin. Diskussion. Da. Ja, haben sich viele Leute unterhalten, als das rausgekommen ist. Das ist das. Haben ja mehrere Leute scheinbar Wind davon bekommen. Vielleicht kannten sich auch einige Frauen untereinander. Und ja, haben sich dann unterhalten. Hast du dich auch mit dem getroffen? Was hattest du mit dem? Hast du ihn gesehen? Ist er vorbeigekommen? Was wollte er von dir? Ja. Da ist er scheinbar rausgekommen, dass er ja, seinen Körper gerne hergibt und
ja, über Geld auch nicht abgeneigt ist, ne? Und dass es da mehrere gab. Das ist das. Deswegen ist das zusammengebrochen. Das ist aufgeflogen. Huch. So. Haben wir wieder hier. Viele Freundschaften plus Leichtlebigkeit. Da wurde eine sichere Liebe versprochen, eine sichere Zukunft. Ich heirate dich, du bist die Einzigste. Hat er vielen erzählt. Das ist das Geheimnis des Lebens, was dieser Mensch mit sich trägt. Ja. Das ist rausgekommen. Finally, das Ende. Ja, dann sei doch froh, bitte, dass du das rechtzeitig erkannt hast. Der Rückzug aus der. Der hat geghostet. Als das rausgekommen ist, hat er sich verkrümelt. Da schaut dein Gegenüber rein. Da. Rückzug aus der Öffentlichkeit. Ja, man sollte sich schon überlegen, mit wem man sich trifft und datet und mit wem man redet. Frauen halten immer zusammen, ne? Das kommt immer raus. Ja. Schon eine arme Sau, dieser Typ. Aber gut, dass du es erkannt hast. Dass du dich nicht getroffen hast, dass du dich nicht mit ihm abgegeben hast. Denn wenn du das mit ihm gemacht hättest, hier ist Sexualität, dann wärst du krank geworden. Gesund ist er nämlich auch nicht mehr. Weder im Kopf noch woanders.